Der Rheinacher-Preis 2019 geht an Louis van der Hagen. Der 84-Jährige organisiert seit sage und schreibe über 60 Jahre Jazzkonzerte und ganze Jazz- und Bluesveranstaltungen und darf mit gutem Gewissen als Jazz-Guru bezeichnet werden. Aktuell ist er mit dem Bluesfestival Basel beschäftigt, das Anfang April losgeht. Der Rheinacher-Preis 2019 bekommt Louis van der Hagen einerseits für sein Lebenswerk an sich und andererseits, weil er bis im letzten Jahr während 20 Jahren Musikchef vom weiterum bekannten Rheinacher Jazz Weekend war. Der Rheinacher Gemeindepräsident Melchior Buchs zu den Gründen, wieso der Rheinacher Preis in diesem Jahr an Louis van der Hagen geht. Ja, weil der Louis van der Hagen enorm viel geleistet hat in den letzten Jahren für das Kulturleben von Rheinach mit dem Jazz Weekend. Er hat den Anlass zu etwas gemacht, wo sich die Rheinacherinnen und Rheinacher jedes Jahr freuen, weil man hat eigentlich ein super Angebot an verschiedenen Bühnen, wo Musik läuft, Jazzmusik läuft, wo aber auch sehr einen breiten Fächer von Jazzmusik beinhaltet. Und er hat das mit einer wahnsinnig grossen Passion hat er den Anlass aufgebaut und ich glaube, er hat wirklich den Preis jetzt verdient. Weil er hat enorme Beziehungen im Jazzbereich. Das ist ja seine Passion. Ich glaube, seit 1956 beschäftigt er sich mit Jazz. Und durch das hat er wahnsinnig viele Beziehungen. Und er bringt wegen dem auch immer wieder gute Musik nach Rheinach. Der Preisträger selber ist geehrt und hat am Telefon davon erfahren. Da war ich natürlich baff erstaunt. Ich habe es gar nicht erwartet. Ich habe gewusst, dass ich 20 Jahre Jazz Weekend Rheinach gemacht habe. Aber dass ich jetzt den Rheinacher Preis bekomme, war natürlich schon eine Überraschung und hat mich natürlich riesig gefreut. Und nach den Nächsten auch die grosse Freude noch gekommen. Und auch eine Ehre natürlich, eine Anerkennung. Es ist doch schön, wenn man so viel macht für Kultur, wenn man auch geehrt wird. Der Louis van der Hagen wohnt allerdings nicht in Rheinach, sondern in Aesch. Aber das hat nichts zur Sache. Es geht nicht darum, dass jemand zwingend in Rheinach wohnen muss, sondern er muss etwas für Rheinach geleistet haben. Und mit den 20 Jahren, wo er jetzt das Jazz-Weekend von der musikalischen Seite her geleitet hat, hat er sehr viel für Rheinach gemacht. Und dass er jetzt nicht in Rheinach wohnt, das ist eigentlich für uns nicht die erste Priorität. Der Preis bedeutet dem Louis van der Hagen extrem viel. Es bedeutet mir mehr als die sogenannten Fachpreise, die ich bekommen habe, Swiss Plus, Award etc. Weil es mehr von so einem Preis wird mehr von der gesamten Bevölkerung auch getragen. Und muss ja auch die beglücken, dass sie das Gefühl haben, ja, das haben wir jetzt im Rechten gegeben. Und das sehe ich jetzt immer wieder aus den Reaktionen. Was ist das Speziellste, das im Louis van der Hagen in Sachen Jazz Weekend Rheinach in Sinn kommt? Das Schönste ist, dass die Motivation, die die Leute haben. Wir hatten ja schon schlimme Jazz Weekend punkto Wetter. Riesige Regeneinbruch und Störungen wegen elektrischen Kurzschlüssen und alles. Und trotzdem ist die Stimmung immer toll geblieben. Wir haben also nie einen Stimmungsabbruch gehabt. Wir wollten ja schon mal das Jazz Weekend Rheinach abbrechen, also wo so Sturmwarnungen gsi sind und alles Mögliche. Und da haben wir dann beschlossen, nein, wir machen es gleich. Und dann ist es ja dann nicht so schlimm gekommen, wie wir erwartet haben. Aber einfach, es herrscht immer. Die Band fühlt sich wohl in Rheinach. Sie werden natürlich auch von den Veranstaltern, also ich bin ja da der Musikchef, aber es hat einen Haufen Leute, die mithelfen. Da werden sie auch immer sehr gut bedient und verwöhnt. Und das gefällt natürlich den Künstlern. Eins ist klar. Ohne den Louis van der Hagen wäre das Jazz-Weekend Rheinach heute nicht das, was es ist. Insofern ist auch die Entscheidungsfindung im Gemeinderat eine klare Sache gewesen. Das ist eine Sache des Gemeinderats. Im Gemeinderat tut man verschiedene Vorschläge, die kommen, prüfen, respektive die Vorschläge kommen meistens im Gemeinderat raus oder für wirklich definitiv den Rheinacher Preis. Und nachher, am Schluss macht man einen Entscheid. Aber ich kann das mal sagen, das war wirklich eigentlich von Anfang an klar gewesen, weil er tritt jetzt eigentlich zurück, er tut sich zurückziehen. Und von dem her gesehen ist es jetzt wirklich der Zeitpunkt gewesen, dass man jetzt mit dem Rheinacher Preis ehren.
Neben dem eigentlichen Rheinacher-Preis 2019 an Louis van der Hagen sind im Gemeindezentrum Rheinach anlässlich von einem stilvollen Anlass noch eine ganze Reihe von weiteren Personen, Institutionen und Vereinen für Jubiläen, Erfolg und besondere Verdienste ausgezeichnet worden. Unter der Federführung der Bürgergemeinde Rheinach findet am Samstag, 30. März, zwischen 8 Uhr morgens und 1 Uhr mittags eine weitere Waldputzende im Rheinacher Wald statt. Dabei unterstützen Freiwillige die Forstergippe bei diversen Arbeiten im Wald. Aber wie läuft das genau? Es ist so, dass man das Kronenmaterial, das nach einem Schlag noch liegen geblieben ist, zusammennimmt, auf die Stöcke tut, die grösseren Teile tut man am Waldrand und die werden nachher zu Hackschnitzel für das Holzheizkraftwerk verwendet. Es ist ein Erlebnis für die ganze Familie, für Freunde, die sich hier wieder treffen. Am Schluss wird sogar eine Jassammungsnatur geführt, also das ist immer ein Highlight und wir erleben das jedes Jahr, dass immer mehr kommen und dass sich umspricht. Das ist ein toller Tag, den man hier erleben kann. Auf die Teilnehmenden warten neben Arbeit natürlich unter anderem ein feines Znüni, ein währschaftes Mittagessen und ein Gutschein für einen gratis Weihnachtsbaum im nächsten Dezember. Aber die Waldputze der Rheinach ist vor allem auch eins, ein sozialer, gesellschaftlich überaus wertvoller Anlass.